Anleihemärkte senden eine glasklare Botschaft, die lautet, die Zinsen werden weiter steigen und sie werden lange weiter oben bleiben. Die Aktienmärkte sagen sich, naja, das wird schon irgendwie werden. Die Fed wird dann doch diesen Pivot machen nach den heutigen Inflationsdaten. Wer hat recht? Die Aktienmärkte, Soft Landing, Zinssenkungen, die Fed kann sich gar nicht leisten, die Zinsen so lange oben zu lassen. Oder die Anleihemärkte, die sagen, das wird eine ganz schwierige Geschichte. Wir sehen neue Rekorde, etwa zweijährige US-Staatsanleihe, die ja sehr eng dran ist an der Fed-Politik, weil der Zeitraum eben da sehr stark betroffen ist. Mit dem Höchststand seit 2007, die Renditen auf breiter Front nach oben, auch der Dollar eher stärker als schwächer, aber die Aktienmärkte mit einem Hin und Her zunächst mal reagiert. Die Aktienmärkte stellen sich gegen die Fed und die Anleihemärkte. Die Fed will ja bekanntlich auch nicht zwingend, dass die Nachfrage deutlich steigt, damit die Inflation nicht wieder neuen Auftrieb bekommt. Die Aktienmärkte versuchen genau das, nämlich zu steigen, damit alle Leute wieder wohlhabender sind und mehr Nachfrage generieren. Aber schauen wir uns, bevor wir die Frage nochmal präzisieren, wer wird diese Wette gewinnen, die Aktienmärkte oder die Anleihemärkte, schauen wir uns die Inflationsdaten an. Grundsätzlich, wie erwartet, was den Vormonat betrifft, sowohl in der Headline-Zahl als auch in der Kernrate, aber höher, was den Vergleich zum Vorjahresmonat betrifft, nämlich 6,4 statt 6,2% und in der Kernrate 5,6 statt 5,5%. JP Morgan, Morgan Stanley und Goldman Sachs waren diejenigen, die da am nächsten dran lagen. Alle anderen waren drunter und heute ein Kommentar eines FOMO-Jüngers, der gesagt hat, Inflation spielt überhaupt keine Rolle mehr für die Märkte. FOMO und TINA sind viel stärker. The trend is your friend. Ende des Jahres steht der DAX über 19.000 und der S&P 500 über 4.800 Punkte. Will ich ja alles nicht komplett ausschließen, aber Ende des Jahres ist weit weg. Sogar Fugibär kann das nicht mehr verhindern. Naja, ich kann es sowieso nicht verhindern, weil ich keinerlei Einfluss auf die Märkte habe. Aber schauen wir uns mal jemand an, der Einfluss auf die Märkte durchaus hat. Das ist JP Morgan. Hier war die Erwartung 6,4 bis 6,5%, nämlich die Inflation. Dann dürfte es ein Dreiviertelprozent bis 1,5% nach unten gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zahl eintritt bei 25%, die ist also letztendlich gekommen. Mal schauen, wo die Aktienmärkte enden. Wir waren zum Zeitpunkt oder sind zum Zeitpunkt der Aufnahme, die ich hier mache, etwas im Minus. Und manche haben sich wahrscheinlich gesagt, okay, wenn die Inflation niedriger ist, dann kaufe ich. Und wenn sie höher ist, dann kaufe ich eben auch. Wir sehen hier unten diese 0,5%, das ist jetzt nicht gerade das, was man als Disinflation bezeichnen kann, was Paul hier sagt. Okay, klar, diese 6,4%, das ist der niedrigste Wert seit vielen Monaten. Das geht konstant nach unten mit den Vorjahresvergleichen. Klar, wenn die Latte hoch liegt, der Basiswert eben hoch liegt, dann wird es immer schwieriger, da auch nachhaltig drüber zu springen. Das kennen viele aus dem Hochsprung. Aber eins ist klar, die Inflation ist nicht besiegt, sie ist nicht vorbei und hier sehen wir mal, was da besonders getrieben hat. Elektrizität, Transport, Gas Utilities, Fuel, Oil und all das übt Druck auf die Fed aus. US Inflation stays elevated, so eine Schlagzeile bei Bloomberg. Adding pressure for more Fed rate hikes. Und mehr Zinsdruck also für die Fed. Die Bank of America sagt ja. So viel ändert das jetzt nicht an unserer Wahrnehmung in Sachen Fed-Politik, aber so zwischen 5 und 5,25%, da dürften die Zinsen liegen dann. Die Commerzbank sagt, die Inflation sinkt nur langsam. Man sagt aber eben auch, okay, wir haben nach wie vor diese starke Inflation im Dienstleistungssektor, vor allem die Komponente Miete, die ja wahrscheinlich verzögert ist. Es ist nicht so ganz genau klar, wie viel verzögert. Warum? Weil hier werden Leute telefonisch befragt, eine bestimmte Menge von Leuten und das dauert einfach eine Zeit. Und wenn man dann mal alle angerufen hat, dann geht die ganze Geschichte wieder von vorne los, sodass da eben ein gewisses Time Gap zu verzeichnen ist. Ja? Die Commerzbank erwartet, dass die Zinsen jetzt bis 5,25% um und bei steigen werden. Hier sehen wir nochmal diese Komponente Shelter, die mit Abstand am meisten eben dazu beigetragen hat. Also Mieten, Owners Equivalent Rent, was alles dabei ist, meine Damen und Herren. Jetzt dürfte der Lohndruck nachgelassen haben. Wir sehen aber in einzelnen Bereichen, wie dem Hotspot-Markt, dem Immobilienbereich in den USA und New York, dass es da schon wieder nach oben geht. Aber eins ist klar, bei den Anleihemärkten gehen die Renditen nach oben. Es geht gleichzeitig auch die Fed Rate Hike Terminal Rate Expectation nach oben, also die Vorstellung, wo ist denn jetzt irgendwie der Zinsgipfel? Und richtig ist, es war bei diesem Inflationsbericht für jeden ein Stück weit was dabei.
Die Dovischen Anhänger werden sagen, naja, da war halt ganz viel Shelter und so weiter und so fort, aber der Dienstleistungssektor, der bleibt das ganz, ganz große Problem. Wir haben auch im Gütersektor gesehen, dass die disinflationären Tendenzen hier wegradiert sind im Prinzip. Also das ist jetzt nicht mehr so, dass da die Preise deutlich nach unten gehen. In der Summe, wir sehen, was nach oben geht, ist vor allem die zweijährige Anleiherendite. Höchster Stand seit dem Jahr 2000, seit November, seit 10. November. Wir sehen die 10-jährige Anleiherendite bei 3,8%. Die 6-monatige Anleihe, die sogenannte 6-Month-T-Bill, die natürlich extrem betroffen ist von jeder Zinspolitik der Fed, weil eben die Laufzeit nur 6 Monate betrifft, hat da eben der höchste Stand seit dem Jahr 2007. Und bisher war man ja der Auffassung, oder lange war man der Auffassung, okay, wir kriegen noch einen Zinsschritt im Februar, ob dann im März nochmal was kommt, sehr unsicher, fast schon unwahrscheinlich, etwas weniger als 50-50. Inzwischen gilt der März als sicher, der Mai inzwischen auch als sicher und die Wahrscheinlichkeit, dass im Juni dann nochmal ein Zinsschritt kommt, wahrscheinlich alles jeweils 0,25%, liegt jetzt fast bei 50-50. Also wir haben mindestens jetzt noch den März, den Mai, also mindestens noch 2 Zinsanhebungen, vielleicht 3, und dann erwartet man ab Dezember 2023 eine Senkung der Zinsen. Okay, warum sind die US Futures heute im Vorfeld der heutigen Inflationsdaten gestiegen? Naja, weil die letzten 4 Mal, als die Inflationsdaten veröffentlicht wurden, es nach oben gegangen ist, und man gewöhnt sich an alles, was die letzten 4 Mal passiert ist. Das wird auch diesmal passieren, aber vielleicht eben nicht. Hier sehen wir mal in diesem Chart von Capital.com den Nasdaq 100 mit dieser Reaktion. Zunächst ging es nach unten, als die Zahlen kamen, dann ging es deutlich nach oben, dann hin und her, dann wieder nach unten, nach oben. Also das ist schon ein ziemliches Hin und Her, was wir sehen. Und derzeit ist ja irgendwie alles ein Trade, ob Dollar, die Renditen sind konstant gestiegen, aber ob Dollar rauf, runter, also Euro-Dollar zum Beispiel, ob Gold rauf, runter, Aktien rauf, runter, alles ziemlich eng korreliert. Und ja, es ist so, die Dickfische, also die von der Bank of America befragten Großinvestoren, die sind vergleichsweise unterpositioniert in Equities, vor allem in Tech, sie sind über investiert in Bonds, also in Anleihen, in Banks, in Emerging Markets, sie haben auch relativ viel Cash. Sie sind eher dem Dollar gegenüber skeptisch, unterinvestiert. Und hier sagen immerhin 66% der von der Bank of America Befragten, das ist nach wie vor ein Bärenmarkt. Allerdings sieht man, dass noch im November 77% der Befragten davon ausgingen, dass wir eine Rezession bekommen in den USA. Jetzt sind es nur noch 24%, also weniger als jeder vierte. 31% der Investoren sind untergewichtet in Aktien. Im September war der Peak bei 52%. Man ist vor allem sehr stark long im Bereich China unterwegs, auch Emerging Markets, auch Europa ist man durchaus freudig dabei. Das ist das eine, das sind die ganz großen Dickfische. Aber schauen wir uns mal diese Euphorie der Kleintrader an über diese Optionen, diese Zero DTEs, diese Optionen, die am selben Tag noch verfallen. Wir sehen den Morgan Stanley Risk Demand Index auf praktisch einem Allzeithoch, Fear and Greed Index bei 71, CTIs, also Vermögensverwalter, dick drin, NAIM, ganz hohe Zahl der Bullen, die da zu verzeichnen ist, Privatinvestoren, höchster Stand seit fast 2 Jahren, was die Bullishness betrifft, also so fürchterlich viel bärische Dinge, was die Stimmung betrifft, kann ich da eigentlich nicht entdecken, gerade auch in den Kommentaren etwa auf meine Videos, aber mal Schwarm drüber, aber jetzt kommen wir zu der Bezugsgröße, die natürlich die alles Entscheidende ist, nämlich die US-Notenbank Fed. Was machen die Inflationsdaten Sinn ohne die Fed? Also wichtig, was die Fed sagt. Barkin, Richmond Fed-Chef, hat sich hier geäußert und gesagt, naja, im Grunde ist das so um und bei, wie wir das erwartet haben, nämlich die Inflationszahl. Die Inflation kommt langsam runter. Logan, eine Vertreterin des eher demokratischen Ansatzes, also der sagte, dass diese Zinsanhebungen eben den Arbeitsmarkt unter Druck bringen werden, die Arbeitslosigkeit steigt, aber letztendlich ist genau das,
was eben hier die Fed erreichen muss. Du kriegst die Nachfrage nicht runter, wenn der Arbeitsmarkt nicht etwas weniger heiß, nicht etwas weniger eng ist. Logan fürchtet sich ganz im Sinne der US-Demokraten, dass die Arbeitslosigkeit eben steigt, wenn die Zinsen zu stark steigen. Aber wie gesagt, es wird nicht anders gehen, es wird nicht anders möglich sein. Und ein Fed-Economist, nämlich John Roberts, hat jetzt mal gesagt, naja, bisher sind wir davon ausgegangen, dass durch Zinsanhebungen doch der Arbeitsmarkt dann deutlich reagiert. Etwa die Arbeitslosenquote auf 4,6% steigt. Derzeit sind wir auf dem niedrigsten Stand seit 1969, nämlich bei 3,4%. Jetzt sagt Roberts, wenn die Arbeitslosenquote nur auf 4,2% statt auf 4,6% steigen würde, dann müssten wir die Zinsen wahrscheinlich noch höher anheben, nämlich bis etwa 5,6%. Und hier ist Jerome Powell, da gibt es jetzt immer mehr Stimmen, die sagen, das ist nicht gerade Führungsqualität, was der gute Jerome hier mit seinen beiden letzten Auftritten hier gezeigt hat. Wir erinnern uns an Jackson Hole, das wird Schmerzen verursachen, der Kampf gegen die Inflation. Jetzt denkt er, das wird alles sich so ganz in Wohlgefallen auflösen. Die Geschichte ist dafür nicht unbedingt voll von Belegen für diese These, aber und das will ich gleich vorwegnehmen. Ich habe überhaupt nichts gegen Jerome Powell, finde ihn sogar sehr, sehr sympathisch. Allein sein Lachen finde ich immer ganz erquicklich. Jemand, der Humor hat, der auch ein gewisses Niveau hat, also das ist nicht das Thema. Aber ich glaube, dass er mit seinen beiden letzten Auftritten, die mindestens widersprüchlich waren, zwar gesagt hat, ja, wir müssen die Zinsen weiter anheben, aber permanent dieses Wort Disinflation in den Mund genommen hat. Und wir haben heute zum Beispiel gesehen mit den Inflationsdaten, da ist von Disinflation eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Jedenfalls muss man schon die Frage stellen, was mit Powell los ist. Der hat letztendlich die Führung aus der Hand gegeben und jetzt ist es so, dass seine Kollegin, nämlich die Fed-Vizechefin Brainard, die wohl jetzt entschwinden wird, weil sie von Biden als Top-Beraterin für Wirtschaft engagiert wird. Das dürfte schon heute, so meldet Bloomberg, wahrscheinlich schon bekannt gegeben werden. Mit Brainard würde dann eine sehr dovische Vertreterin aus der Fed entschwinden, die eben auch so immer wieder sagt, naja, lasst uns doch die Zinsen vielleicht nicht zu stark anheben wegen dem Arbeitsmarkt, wegen den Arbeitslosen vor allem. Aber nicht nur der Arbeitsmarkt ist eng, sondern es ist auch sehr heiß beim Konsum. Morgen kommen die so wichtigen Einzelhandelsumsätze in den USA. Hier erwartet die Bank of America einen Riesensatz nach oben unter Berufung auf Kreditkartendaten, die man hat. Das wird dann eben vielleicht noch ein größeres Problem für die Fed als die heutigen Inflationsdaten. Kommen wir abschließend noch zu something completely different, meine Damen und Herren, nämlich zu Energie. Pakistan hat heute bekannt gegeben, dass man jetzt nicht mehr LNG importieren wird, weil zu teuer. Warum zu teuer? Weil die Deutschen kaufen alles. Gell, hier unsere Jünger, die sagen, ist doch egal, wenn wir CO2 in die Luft blasen, Hauptsache wir schalten die Atomkraftwerke ab, gell, weil das ist eine Strategie. Nein, dafür importieren wir lieber Flüssiggas, das über tausende Kilometer mit Schwerdiesel transportiert wird, gell, ein Schwamm drüber, alles wurscht, gell, machen wir halt. Aber jetzt jedenfalls Pakistan so unter Druck, weil man die Preise nicht mehr zahlen kann, dass man jetzt Kohlekraftwerke bauen will, was natürlich CO2-technisch wieder super schlau ist. Also letztendlich ist unsere Energiepolitik ein entscheidender Treiber, dass woanders wieder mehr Kohle verfeuert wird, was wir ja selber ja auch tun, by the way. Und das Blöde ist, und das ist das große Problem, das generell zu konstatieren ist, ja, es gibt die Gaspreisbremse, aber die Gaspreise sind für die Leute dennoch massiv gestiegen. Warum? Weil eben die Versorger damals zur Panikzeit, August, September, als etwa der TTF, also der maßgebliche in Amsterdam gehandelte Gaskontrakt, bei 350 Euro die Kilowattstunde war. Jetzt sind wir so um und bei 50, also ein Sechstel. Damals haben diese Versorger Langzeitverträge geschlossen, weil man sich natürlich gesagt hat, oh, wir müssen unbedingt sicherstellen, dass da im Winter nicht das totale Problem entsteht, weil wir zu wenig Gas haben. Also kaufen wir alles weg, was wir wegkaufen können. Nur, jetzt ist der Winter so mild geworden, die Speicher sind voll. Wir brauchen diesen Winter dieses Gas gar nicht so. Dementsprechend sind da massive Verluste im dreistelligen Milliardenbereich letztendlich haben sich manifestiert. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Nach dem schrecklichen Erdbeben in der Türkei hat die Erdogan-Regierung natürlich ganz andere Probleme, muss jetzt sehr viel Geld aufwenden für Reparaturen etc. etc. Deswegen setzt man seine Goldimporte aus und die Türkei ist der größte Goldimporteur. Also das könnte auch für den Goldpreis eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Die zweite Empfehlung. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderschönen Feierabend und sage Servus und Ciao.